Ich glaube, ich muss meine Fenster mal wieder putzen. Oh. Welcher ist denn heute? Ach Mann, Leute. Kann so nicht arbeiten. Mittwoch, 24. Man ist so hell. Auch nichts. So scheiße. So ist gut. Bin ich jetzt im Fokus? Tag, heute ist Mittwoch, der 24. Februar 2016. Und ich will so langweilige Vlogs nicht machen. Am Sonntag. Das hat mir Spaß gemacht, weil ich wusste, okay, das ist cooler Content irgendwie, da passiert was im Vlog. Das Schneiden hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, ey, das ist cooler Content, da passiert was im Vlog. Und das Veröffentlichen hat mir Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, ey, das ist cooler Content, da passiert was im Vlog. Und ich würde wirklich gerne jeden Tag irgendwie so spannendes Zeug im Vlog haben, also wo was passiert, was irgendwie interessant ist oder was gut anzuschauen ist. Aber es geht leider nicht und ist irgendwie doof. Aber deswegen will ich auch nicht irgendwie sagen, ich mache nur einen Vlog, wenn was Wichtiges passiert oder Interessantes passiert oder ich mache nur einmal die Woche einen Vlog. Nö, das ist irgendwie nicht. Dann kann ich es auch gleich sein lassen. Das ist irgendwie auch nicht schön. Tja, so spielt das Leben, oder? Bei euch im Leben ist ja wahrscheinlich auch nicht jeden Tag was Interessantes. Es ist natürlich schade, dass der Hund nicht da ist, weil bin ich wenigstens immer noch gezwungen, an den Strand zu gehen. Naja, aber momentan liegt einfach der Fokus darauf, mit den Vlogs auf den aktuellen Stand zu kommen und mich endlich mal um das Video von dieser Party zu kümmern. Die schiebe ich ja nur auch schon vor mir her. Gut, dann mache ich mich mal wieder ins Video. Dem Laufenden. Sehr schön. Also der Vlog ist fertig geschnitten. Ich muss nur noch jetzt veröffentlichen, exportieren und den ganzen Kram. Also andersrum exportieren und dann veröffentlichen. Aber yeah, auf dem Laufenden. Mit dem Vlog von gestern war das jetzt auch nicht so schwer. Das ist auch nur 4 Minuten und ein paar zerquetschte lang, weil ich gestern nicht mehr aufgenommen habe, aber mehr ist auch nicht passiert und heute sieht es genauso aus. Und naja, was soll ich dann lange rumlabern? Und gestern Abend war ich echt im Arsch. Ja, es ist wirklich so. Wenig los ist, man möchte fast sagen, schlimmer als viel los. Wie spät haben wir es? Ja, 23:45. Ich muss noch duschen, das Vlog veröffentlichen. Jetzt schaue ich erstmal ein paar Vlogs, damit ich auf den Laufenden komme bei meinen Abos. Best Hotel in Calgary. Ich muss ja noch die Schnürsenkel umbauen. Die Ummantelung von dem Schnürsenkel ist irgendwie kaputt gegangen und räufelt sich hier natürlich auf. Und jetzt muss ich das durchschneiden, weil sonst bekommt die Schnürsenkel nicht mehr raus. Ehrlich. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das waren Schnürsenkel für Arbeitsschuhe. Und das glaube ich, weil das ist stabil hier, aber warum macht man denn da so nochmal? Ach nee, ich verstehe es nicht. Hier war es auch schon soweit. Jetzt mache ich erstmal die schwarzen von meinen Gassi-Stiefeln hier rein, aber schwarze Schnürsenkel in braunen Schuhen sieht doch scheiße aus. Ich war sicher, ich habe noch welche, aber... Puh, jetzt war es doch noch ganz knapp mit dem Veröffentlichen zurück. Bin sehr spät dran, es ist schon 2:45 oder so und ich muss um 2 anfangen. Und ich brauche schon 10 Minuten bis zur Arbeit und dann noch umziehen und so, naja. Thank you.
Es fühlt sich gut an, auf jeden Fall wieder auf dem Laufenden zu sein und nicht irgendwie ein Video hinterher zu hängen. Das brachte meinen Tagesablauf durcheinander. Mein Timing. Das ist doof. Denn was ich mal in letzter Zeit festgestellt habe, ist, dass ich schon gerne so einen festen Tagesablauf habe oder so mehr oder weniger festen Tagesablauf oder so Strukturen im Tagesablauf. Weshalb ich zum Beispiel mit dem Hund immer gegen 9 zur großen Runde losgehe und wenn ich ein bisschen später erst loskomme, dann fühlt sich das doof an. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mir eigentlich mal vorgenommen habe, dass das neue Video jeden Tag um 9 Uhr online geht. Worüber ich auch mal nachgedacht habe, warum ich das mache und weil eigentlich, ich habe zum Beispiel keinen Fernseher. Ich habe hier zwar meinen alten Monitor zu stehen, so ein Computermonitor, da ist ein Apple TV angeschlossen und ab und zu schaue ich da YouTube-Videos oder Netflix oder so. Aber ich habe keinen Fernseher, weil mich das immer genervt hat, dass nie das kam, was ich sehen wollte, wann ich Zeit hatte, sondern musste mich immer danach richten. Und eigentlich ich den nur anhatte, so nebenbei, obwohl ich ja gar nicht hingeguckt habe, weil ich am Rechner gesessen habe. So, und deswegen habe ich den Fernseher abgeschafft. Und mich hat halt immer genervt, dass von den 1-2 Serien, die gut waren, die ich dann sehen wollte, habe ich es nie geschafft, alle Folgen zu sehen, weil ich arbeiten musste oder aus anderen Gründen. Und das hat mich total genervt. Und deswegen finde ich das Internet so toll oder Mediatheken, weil ich da schauen kann, was ich will und vor allem, wann ich will. Jetzt hat man einen YouTube-Kanal und stellt jeden Tag ein Video online und fängt an zu sagen, okay, jeden Tag um 9. Das ja, ist komisch. Und ich glaube, so Strukturen oder feste Tagesabläufe und so brauchen wir einfach. Es macht das Leben einfacher oder gibt Sicherheit oder keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass wenn ich so feste Tagesabläufe habe und weiß, okay, um 9 geht das Video online, dass ich dann irgendwie effektiver arbeite oder schneller oder vielleicht auch nicht schneller, aber gefühlt schneller oder keine Ahnung, weil ich weiß, jetzt das und das muss gemacht werden und das. Und man kommt nicht, ja, man prokrastiniert nicht so schnell zum Beispiel. Und das immer zu einem festen Zeitpunkt zu machen, macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn man wirklich schon viele Abonnenten hat, viel im Sinne von mindestens 5-stellig oder so. Und weil du ein Video dann online stellst und sagst, okay, 14 Uhr kommt ein Video und du hast eine große Followerschaft, die wissen, okay, um 14 Uhr kommt dein Video, dann kannst du sicher sein, dass einige schon mal dahin gehen und sagen, ich muss das Video jetzt schauen. Also gehen sie auf YouTube, schauen das Video und geben ein Like und schon hast du die Chance, mit deinem Video in den Trend zu landen, weil ziemlich viele User zur gleichen Zeit und vor allem ziemlich früh dein Video liken oder teilen oder wie auch immer. Also SEO-technisch macht das schon Sinn, allerdings erst ab wirklich vielen Zuschauern und ich glaube 5-stellig ist da schon Minimum. Ja, naja, auf jeden Fall bin ich auf dem Laufenden, das ist gut. Ja, und das war's dann für heute und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Am Sonntag, als ich das, als wir da im Hundeschlittenrennen, Schlittenhunderennen, am Sonntag.